ist der Marktplatz Neumarkt. Herzlich willkommen. Die Frau hinter dem Tresen hieß in den meisten Fällen nicht Emma und sie war mit ihrer Kundschaft auch nicht verwandt. Und trotzdem nannte man die Geschäfte, in denen man vom Bindfaden über Lebensmittel bis hin zur Schuhcreme fast alles bekam, Tante-Emma-Läden. In der Nachkriegszeit waren diese Läden weit verbreitet, doch dann wurden sie von Supermärkten und Discountern verdrängt. Dorfläden sind so etwas wie die Nachfolger und trotzdem haben diese es nicht leichter zu überleben. Wegen eines Duschgels in den nächsten Ort zu fahren, ist in Oberwiesenacker aktuell nicht nötig. 1995 eröffnete hier der Dorfladen. Er wurde zunächst von Landwirten zur Vermarktung ihrer Erzeugnisse betrieben. Nachdem sich das jedoch als nicht rentabel erwiesen hatte, übernahm die Eigentümerfamilie des Hauses den Betrieb. Die Damen, die vorher schon gearbeitet haben, haben alle weitergearbeitet. 2002 in die Richtung haben wir dann übernommen und das war eigentlich einigermaßen okay, verdient war noch nie viel. Aber wir haben gesagt, solange wir keine Rohlezahlen schreiben, ist kein Problem nicht. Und jetzt haben wir halt die letzten Jahre, also das, vor 2016 haben wir eigentlich total draufgezahlt. Die Leute nehmen den Laden schon an, aber es sind einfach die Unkosten zu viel. Am Dienstagabend bat die Betreiberfamilie Feil deswegen zur Versammlung in ihr Landgasthaus. Man sammelte Ideen zum Erhalt des Ladens. Ein paar Kilometer weiter, im Velburger Ortsteil Deusmauer, gibt es seit 2013 ebenfalls einen Dorfladen. Das dritte Jahr in Folge schreibt man hier schwarze Zahlen. Ambiente und Sortiment ähneln eher dem eines kleinen Supermarktes. Denn man hat erkannt, wenn die Kunden zum Beispiel wegen Batterien ins nächste Dorf fahren müssten, würden sie dort auch den Rest kaufen. Hinter dem Laden steckt auch kein privater Betreiber, sondern viele Bürger aus Deusmauer, die sich zu einer Unternehmergesellschaft zusammengeschlossen haben. Das erhöht natürlich auch die Bereitschaft, im Laden einzukaufen, wenn man selbst Teilhaber ist. Eines zeigt sich aber sowohl in Oberwiesenacker als auch in Deusmauer. Nur die allerwenigsten Kunden laufen zum Dorfladen. Die meisten benutzen ein Fahrzeug. Sagen wir mal, die, wo schlecht irgendwo hinkommen, sind sicher die Älteren, würde ich sagen. Aber es wird jetzt schon auch von den Jungen, weil wir haben einen Kindergarten oder was, die Jungen, dass dann für die Kinder Brezen und solche Sachen mitnehmen, aber das sind Kleinigkeiten. Mit ein paar Kleinigkeiten kann ein Dorfladen aber nicht überleben. Auch wenn die Schokolade hier ein paar Cent mehr kostet. Aktuell nehmen das die Kunden noch in Kauf, wenn man sich dafür 5 bis 6 Kilometer zum Supermarkt spart. Und wenn man richtigen Heißhunger hat, sowieso. Und weitere Nachrichten aus Neumarkt und der Region haben wir jetzt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Am Dienstag fand in der Theobetschule Neumarkt ein Fachtag zum Thema Aktivieren durch Rhythmisieren statt. Bei der Fortbildung informierten sich über 40 Lehrkräfte, wie man Ganztagesunterricht mit Hilfe von Bewegungselementen und wiederkehrenden Abläufen abwechslungsreich gestalten kann. Es wurden verschiedene Workshops angeboten, unter anderem im Bereich Body Percussion und Circle Singing. Am Freitag letzter Woche begrüßte Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann zum 50. Mal neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger. Von den 562 Neu-Neumarktern, die seit letzten Oktober in die Jurastadt kamen, waren etwa 100 beim Empfang. Nach einer kurzen Präsentation zur Kommune hatten sie die Gelegenheit, an einem geführten Stadtrundgang teilzunehmen. Nach einer kurzen Pause haben wir noch diese Themen für Sie. Höhen und Tiefen erlebte der erste FCN in den letzten 40 Jahren nicht so knapp. Genau wie die Clubfans in Neumarkt. Und vom Büro direkt aufs Glatteis beim ersten Firmen-Eisstockschießen in Neumarkt. Das und mehr sehen Sie gleich, also unbedingt dranbleiben. Dornatal-Messing lädt ein zu den Vorführtagen 2018. Namhafte Hersteller präsentieren ihre neuesten Modelle in Aktion. Testen Sie unser Sortiment auf Herz und Nieren. Von der Schweißtechnik bis zur Brennholzbearbeitung. Von der Heckenschere bis zum Mähroboter. Profitieren Sie von Sonderpreisen auf Vorführmodelle. Die Dorner Vorführtage am 2. und 3. Februar.
Technik live erleben. Warum hatte man früher eigentlich Strümpfe zum Sparen? Wir können nicht alles erklären, aber wie Sie es jetzt selbst in der Hand haben, zeitgemäß zu sparen, schon. Mit einem Fondssparplan, ganz flexibel. Lassen Sie sich beraten bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder bei uns im Internet. Union Investment. Geld anlegen, klar gemacht. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter. Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glasgötz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Charivari, das neue Jahrtausend, ist endlich volljährig. 2018. Das wird gefeiert. Yeah. Mit dem Charivari Cash Song. Und noch mehr Shoppinggeld für Sie. 50.000 Euro liegen im Charivari Geldtresor. Für Shopping im Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich Ihren Anteil. Stündlich bis zu 1.000 Euro. Nur auf Charivari. Radio an. Cash Song hören. Und gewinnen. Charivari. Charivari. Willkommen zurück. Das Ziel, eine schwarze Scheibe, Daube genannt, einige Meter entfernt. Dazwischen spiegelglatter Untergrund. Am Start Mitarbeiter von 10 Neumarkter Betrieben aus allen Branchen. Der Name? Energy on Ice. Präpariertes Kunsteis. Das ist nochmal was anderes als ein zugefrorener Weiher, auf dem man die Stöcke sausen lässt. Beim ersten Firmen-Eisstockschießen auf der Anlage am Volksfestplatz traten 10 Mannschaften im Punkteverfahren gegeneinander an. Unter den fachkundigen Augen von Christoph Oettl, einem ehemaligen Europameister und Vize-Weltmeister. Als die Idee aufkam, an dieser Stelle ein solches Event zu veranstalten, sagte er sofort zu. Unser Stocksport ist jetzt nicht so weit verbreitet, die Sportart. Und wenn da mal in Neumarkt wieder ein paar kommen, die den betreiben, die vielleicht auch Freude dran finden und mal hängen bleiben und das sagen, das würde mich das ganze Jahr interessieren, dann ist das auch für uns positiv. Und da war ich natürlich sofort begeistert und dabei. In den nächsten Jahren soll das Firmen-Eisstockschießen Energy on Ice zur festen Einrichtung werden. Für die nächste Ausgabe haben schon fast doppelt so viele Unternehmen ihr Interesse bekundet. Und wenn ein Betrieb dann besonders glänzen möchte, kann er ja bis dahin trainieren. Auch in den Monaten ohne Eis und Schnee. Das ist auch mittlerweile ein ganz Jahressport. Wir betreiben dann auch im Sommer. Da schießt man nicht auf Eis, sondern da haben wir halt Asphaltbahnen oder Pflasterbahnen. Und ist auch im Sommer gibt es mittlerweile eigene Meisterschaften, eigenen Ligabetrieb. Ist der Sommer, also wir haben da keine Pause mehr mittlerweile, sondern mittlerweile auch hochinteressant. Wer sich selbst einmal als Stockschütze versucht hat, erinnert sich vielleicht an den abgewandelten Spruch: Lieber den Spatz in der Hand als die Daube auf dem Eis. Bei letzterer weiß man nie, wie nah man rankommt. Ein gewisser Horst Butz war vor 40 Jahren, also im Januar 1978, Trainer beim 1. FCN. Seitdem gab es 40 Trainerwechsel. Und das verfolgte man nicht nur in Franken mit gemischten Gefühlen, sondern auch in Neumarkt. Denn auch hier gibt es Herzblutfans des 1. FCN. Und in diesem Jahr feiert man das 40-jährige Bestehen des Fanclubs. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt. Der Energiedienstleister für Stadt und Region. Jahre lang gibt es jetzt den 1. FCN Fanclub Neumarkt 1978 und 4 Wochen kürzer, muss man dazu sagen, ist Alois Rosinger schon mit dabei. Was war denn so der größte Tiefpunkt und der triumphalste Moment aus Sicht des Fans? An Tiefpunkten, wenn wir mit denen beginnen wollen, ist es sicherlich so, dass ich in der Zeit 7-mal einen Abstieg miterleben musste und die Höhepunkte genau in die andere Richtung sind die Aufstiege. Natürlich haben wir das viele Ereignisse da gegeben, ob beim Aufstieg wir dann zu Fuß nach Nürnberg zusammengegangen sind. Wir haben sehr viele Urlaube zusammen erlebt. Das schweißt schon dann zusammen auch außerhalb vom Fußball.
Jetzt ist die rechtliche Situation momentan so, dass wir an dieser Stelle nicht mal Fans während eines Clubspiels zeigen könnten, weil wir dann einfach viel an Lizenzen zahlen müssten. Es ist sehr kommerziell geworden inzwischen das Ganze. Wie bekommt man denn diese Entwicklung, auch diese Millionentransfers aus Sicht des Fans mit? Ja, ich merke es als ganz normaler Konsument von Fußball, heißt es, sei es über Sky oder Telekom Sport, die jetzt in der dritten Liga dann sich einkaufen. Es wird schon zu kommerziell aus meiner Sicht. Es wird den Leuten, die ein Geld haben, das Geld regelrecht aus der Tasche gezogen. Ich muss selber sagen, ich konsumiere nicht mehr den Fußball, den ich vorher konsumieren konnte über Sky. Und siehe da, es geht auch, wenn ich Freitagabend ein Bundesligaspiel nicht sehe. Wenn man manchen Clubfan reden hört, dann hat man ein bisschen das Gefühl, er redet von seiner Liebe zum FCN wie von einer Liebe zu einer alten Flamme, zu der man doch immer wieder zurückgeht, obwohl man weiß, spätestens nächste Woche kommt wieder ein Moment, wo sie einen nervt. Das geht aber nicht nur Clubfans so, das sind die Bayern-Fans oder die 60er, die es ähnlich haben. Weil ich sage immer so salopp, wenn sich jemand von seiner Frau scheiden lässt oder eine Frau wechselt, ist das kein Problem anscheinend. Wenn jemand einen Fußballverein wechseln würde, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, der verliert überall sein Gesicht und überall sein Ansehen. Zwischen Neumarkt und Nürnberg gibt es die ein oder andere Frotzelei. Inwiefern hat es auch Auswirkungen, wenn man hier in Neumarkt sagt, man ist Mitglied im Nürnberger Fußballclub, Fanclub? Es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Die Älteren sind sowieso alles Clubfans, Land auf, Land ab, auch in Neumarkt. Jetzt wird es noch ein bisschen besser. Jetzt haben wir noch einen Oberpfälzer Trainer in Nürnberg. Und wir haben von unseren Freunden zum 40-Jährigen von den Birbaumern eine schöne Fahne bekommen. Oberpfalz ist Clubland. Und die Frotzeleien, die gibt's immer. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Und was in Neumarkt und der Region veranstaltungstechnisch geboten ist, das verraten wir Ihnen wie immer in unseren Veranstaltungshinweisen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Am Donnerstag gibt es im Neumarkter G6, dem Haus für Jugendbildung und Kultur, wieder einen Karaoke-Abend. Dort steht nicht die Suche nach der besten Stimme im Vordergrund, sondern der große Spaß. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, ihre Lieblingssongs auf der Bühne zu performen. Das Karaoke-Repertoire ist riesig und hält mit Sicherheit auch ihren Lieblingssong bereit. Los geht's um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Roberto Turia Mureba gibt am Donnerstagabend im Deutschordensschloss in Postbauerhäng einen Einblick in das Thema Landgrabbing, und zwar am Beispiel von Tansania. Es handelt sich dabei um eine neue Form des Ankaufs großer Landflächen mit anschließender Ausbeutung der Rohstoffe. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 4 Euro. Am Freitag findet um 19 Uhr im Gewölbekeller der Residenz ein Vortrag über den bekannten Schriftsteller Hermann Hesse statt. Hesse tanzt aus der Reihe. Klaus Brückner präsentiert ausgewählte Gedichte. Dazu gibt es Live-Musik des Gitarristen Sunyata Kobayashi. Tickets kosten 10 Euro. Mit ihrem Programm Komm ein bisschen mit nach Italien sind Conny und die Sonntagsfahrer am Sonntag im Reitstadel Neumarkt. Unterstützt von liebevollen Requisiten nimmt das Quartett sie mit auf eine musikalische Reise in die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Tickets für die Veranstaltung um 17 Uhr gibt es beim Wochenblatt Ticketshop ab 23 Euro. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war's mit dem Marktplatz Neumarkt heute für Sie aus Deining. Wenn Sie mehr von uns sehen möchten, dann klicken Sie doch einfach mal ins Internet. Unter neumarkt-tv.de finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.